Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spyro, die Trilogie. Wir machen wieder weiter. So, heute ist das Finale von Spyro Red Dragon. Da ist Nasty Nog. Das sind auch die letzten Edelsteine. Boom! So, mal gucken, was uns hier so erwartet bei Nasty Nog. Auf geht's! Gucken, was der Bosskampf so zu bieten hat. Der letzte Endboss des Spiels. Und ja, vielleicht ist es vielleicht auch der letzte Level des Spiels. Na, ich weiß nicht. So, auf geht's. Tun wir Nasty Nog Feuer unterm Hintern, dass er die ganzen Drachen hier eingesperrt hat. Da ist er auch schon. Er macht auch schon kampfbereit. Ja, er lässt keine Ruhe, um mal zu gucken, wo was ist. Wir müssen hier ein bisschen schnell uns bewegen. Oh Mann. Da ist ein Eierdieb, beziehungsweise jetzt der Schlüsseldieb. Den müssen wir jetzt fangen, aber ich würde gerne hier erstmal die ganzen Edelsteine erstmal hier einsammeln. Kann ich immer noch jagen, wenn ich alles habe. Nein, okay. So, mal gucken, wie der Kampf dann so wird. Oh, der ist ja schon wieder. Okay. Er lässt keine Gnadebalken. Wenn uns sieht, schießt uns direkt ab. Als hätten wir eine Zielscheibe auf dem Kopf. Aber egal, wir brauchen einen Schlüssel. Komm her. Okay, der ist sehr schnell. Nein, steht jetzt Feuermann drin. Egal. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Komm immer näher. Mist. Schon. Bam, hab ihn. Sehr cool. Haben wir schon mal den Schlüssel und getroffen worden, alles klar. Nein, falsche Schloss. Nein. Lauf, Spyro, lauf. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Gab es hier nicht irgendwo noch ein anderes Schloss? Irgendwo hier gab es noch ein. Ah, hier. Okay, puh. Da ist er doch. Der mit dem richtigen Schlüssel. Da gibt es bestimmt noch Edelsteine, deswegen sammeln wir die gerade mal hier ein. So. Okay. Erstmal sammle ich, wie gesagt, erstmal die Edelsteine ein und dann kann ich ganz in Ruhe den Schlüsseldieb bzw. Eierdieb nappen, wenn ich noch weiß, wo er ist. Ja. Falsch. Das ist doch in der anderen. In der anderen Richtung. Ah, da ist er. Okay. Komm her. Schlüsseldieb, du. Wir müssen Nasty Nog besiegen. Das ist bestimmt einer von seinen Schergen, die uns nichts gönnen. Komm her. Wir haben das gleich. Und Feuer. Nein, hat nicht gepasst. Nein, okay. Das wurde doch ein bisschen schwieriger als der andere. Schlüsseldieb. Nein, ich muss ein bisschen näher ran. Dann kriege ich ihn auch. Bam, hab ihn. Jetzt aber hier. Ich bin hier zwischen gecatcht. Und ja, auf geht's. Nasty Nog. Ich muss dahin. Komm her. Wenn wir erstmal hier Edelsteine sind. Oh, nicht runterfallen.
Es wäre echt dumm von mir, wenn ich jetzt runterfahren würde. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, come on. Oh man, ich hatte schon echt Schiss, dass ich jetzt runterfalle. Also hier habe ich ein bisschen Schiss, echt in die wieder in die Lava zu fallen. Oder ist das ein Art Sumpf? Ich habe keine Ahnung, Leute, was es unten sein soll. Ich will es aber auch gerne nicht herausfinden. Viele will ich herausfinden, was passiert, wenn wir Gnastinok in den Hintern brennen. Was er dann macht, das würde ich eher haben wollen, als jetzt. Komm her! Renn nicht weg von uns. Komm her! Wo ist denn der jetzt? Da ist er doch. Bam! Getroffen! So, jetzt nochmal. Vorne ist die Lava hier, da müssen wir echt aufpassen. Die Platten bewegen sich auch, oder? Ja, ich glaube, die bewegen sich. Wir müssen hier schön aufpassen, dass wir auch wirklich. Ah, das wird knapp. Los, los, Spyro. Bam! Hinterhalt in Hintergebrannt hier. Puh. Du bist Toast, Nock. Ja, würde ich auch sagen, dass er Toast ist. Es tut mir ehrlich leid. Ich habe euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Gnasty Gnork? Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung im Drachenreich? Ja. Größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Sehr cool. So, das ist sozusagen fast das Ende, Leute. Es gibt noch ein extra Level. Und wenn ich das hier irgendwie... Aha, ich kann es wohl doch überspringen. Das ist sehr gut. Es gibt nämlich noch ein Level, wo wir noch hingehen müssen. Wir haben ja alles komplett. Alle Welten. Und ja, es gibt noch eine Tür, wo ich im ersten Part gefragt habe, was ist versteckte Schuhe da? Oh, da ist er. Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Okay, ich komme wieder. Bin wieder. Zufälligerweise haben wir bei allen Welten alles komplett. Umgeben von Geld. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ihr überall 100%. Da oben seht ihr auch schon, auch 100% des Spiels. Aber hier ist noch die Knastis Schatzkammer. Wir sehen, was uns da so erwartet. Ich denke mal zwar Schätze, aber mal gucken, wie viele Schätze. Wir haben 12.000 Edelsteine. Schon sehr, sehr, sehr viel. Da können wir uns bestimmt ein und zwei Drachensnacks kaufen. Ein paar hunderte. Und ja, auf geht's. So, wir sind hier jetzt auf Welt, die ich immer keine Ahnung habe. Hua, wir können sogar fliegen. Nice. Das ist cool, dass man jetzt fliegen kann. Ah. Genau, wir müssen hier alle Edelsteine einsammeln. Dann wird das Level dann auch dann komplett. Wir müssen hier überall gucken. Hier ja nichts. Ja, wie viele Edelsteine gibt es denn hier? Was? 2000! Das wird eine lange Suche, Leute. Aber ich glaube, das wird jetzt so lange, weil es gibt hier nur 10er und 25er. Deswegen ist jetzt nicht so schwer. Und da ist auch schon der erste Schlüsseldieb wieder. Er ist wieder zurückgekommen. Er dachte so, nee, seinen Schatz lasse ich mir nicht entgehen hier.
Und ja, du hast ihn zwar besiegt, den Nasty Nog, aber seine Schatzkammer plünderst du nicht. So. Komm her. Ich feuere dich gleich ab. Bam. Okay, ich habe ihn zwar jetzt mal Hörnern getroffen, aber zählt trotzdem. So. Wo ist jetzt die Tür, die wir jetzt brauchen? Irgendwo hier ist doch bestimmt eine Tür. Irgendwo mal eine Tür oder so, die ich brauche jetzt. Ah, da. Ja, da komme ich nicht hoch. Ist da vielleicht eine Tür? Ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Wo ist jetzt die Tür? Ah, ich glaube, bei der Lava ist bestimmt die Tür. Wo ist jetzt die Lava? Ah ne, hier ist die Tür. Okay. Entschuldigung. Da ist die Tür. So, was gibt's hier jetzt? Noch eine Tür, die verschlossen ist. Aber wo ist der Schlüssel? Gucken wir mal bei der Lava, weil da waren wir nämlich noch gar nicht. Deswegen gucken wir einfach mal hier. Wo ist hier jemand? Hallo. Stimmt jemand? Ja. Gucken wir einfach mal. Sehe hier aber auch zufälligerweise auch niemanden. Hätte ich lieber die Tür aufgemacht. Hier, ah, da ist noch einer. Aha. Ich war einfach nur, dass wir ein bisschen Höhe gewinnen. Ja gut, hab ich das gesagt oder habt ihr das gesagt? Hab ihn. So, dann können wir nämlich auch da links dann hin. Komm schon, danke. Einmal hier mitnehmen. Und einmal... oder eine Tür, die wir aufmachen wollten. Wo immer die auch jetzt ist. Ah, da ist sie doch. Auf geht's. Dankeschön. Okay. Ah, jetzt kommen wir immer wieder jetzt ein bisschen höher. Ist eigentlich ganz cool. Wir warten kurz mal ab. Oder wir fliegen einfach in gegen einfach hier hin. Ja, dann hier hin. Sehr cool. Sesam öffnet es, danke. Ich hoffe, da ist nochmal ein... Ah, okay. Aha, ist nicht hier, wo wir vorhin waren? Genau. Na, dann puzzelt sich ja alles zusammen. Komm schon. Will ich noch kriegen. Komm. Man springt ganz knapp bei ihm. Nein. Bam, hab ihn. Sehr cool. Okay, dann haben wir den Schlüssel. Fährst zur letzten Kammer vielleicht? Mal gucken. Aber wir müssen ja auch die ganzen Stahlkisten noch aufkriegen. Wie wir das wohl machen, Leute? Ich weiß es nicht. Erstmal muss ich wieder die Tür finden, die wir brauchen. Ah, wir können etwas höher fliegen jetzt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, gucken wir mal, was hier ist. Aha. Sehr cool. Das ist auch noch eine Rakete.
Und einmal Hirn. Sehr cool. Cool. Und Spyro. Okay, gut. So, jetzt fehlt uns noch eine Tür. Oh, ich hab schon noch was vergessen. Hier. Dann nehme ich die Kiste da hinten aufbekommen. Nice. So, und da ist auch schon die letzte Tür. Haben wir jetzt alles? Ich denke mal nicht. Und auf geht's. Hier ist die Tür. Und offen. Was ist mein Weg 1? Okay. Hab schon irgendwo was vergessen. Ich dachte, dass hier für irgendwie weitergehen tut und dann. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Wo müssen wir denn hin? Ah. Hier bestimmt. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Genau. Sehr nice. Sieht aber cool aus. Wow, vorsichtig. So, hier sieht es echt. Und. Haben wir jetzt alles? Als ob es nur noch 10 Stück fehlen. Hä, wo? Das ist natürlich mein Glück, Leute. Kennt es ja bestimmt. Ich muss den letzten 10er finden. Der ist hier. Nice, da haben wir alles. Hamsterer. Komischer Name für Hamsterer. Aber egal. Wir haben jetzt auch alle Edelsteine. Gucken wir uns nochmal kurz den Raum hier erstmal an. Ah, okay. Das sind die Drachen, Teamwork, Imitation, Knast, die Knack, den wir besiegt haben. Und immer wieder gleich ein Poster. Und der Typ war selbst verliebt und hat sehr viele Liebesbriefe. Und ja, na gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir nur nach Hause. Spyro der Drache, du hast Gnasty Gnork besiegt. Die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Nasty Nork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Nasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Okay. Okay, ja. Das Abenteuer geht weiter. So. Ist auch gar mal so schlecht gewesen. Das Level eben. So Leute, dann würde ich sagen, beende ich das Video schon. Und auch das Projekt von Spyro. Das war echt hammergeil. Hat auch richtig Spaß gemacht. Das war mal was ganz anderes. Und wir haben sogar, wie viel Prozent haben wir jetzt? 120%. Das heißt, wir haben alles gefunden, alles gesammelt, alles besiegt. Wir können sogar... Ah, ich dachte schon, wir können jetzt hier auch so fliegen. Und ja, Leute, wenn es euch das Projekt gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal.